Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Hysteria. So wie wir uns im letzten Part beigetreten, ist jetzt wieder in der Gruppe. Und ja, wir durchsuchen auf jeden Fall diese Ruine weiter. Wollen auch langsam oder sicher nach Camlann, um dort nach Sorry zu sehen, beziehungsweise nach dem Siegel zu sehen. Und ja, zack, schöne Sache. So wie das jetzt ebenfalls dabei. Wahrscheinlich hat er jetzt auch ein neues. Ah ne, der hat genau dieses Himmel und Hölle, was wir bisher noch nicht benutzt haben bei ihm. Kann ich ja jetzt mal nutzen, die Gelegenheit. Hat auch bestimmt Ausrüstung, die man jetzt nur so bekommen kann, naja. Boom! Alter, hammermäßig. Ich frag mich, ob Dazzle beim zweiten Playthrough auch diese Fähigkeit hat. Nice. Yeah, so, ich ignoriere die ganzen Viecher hier, außer gerade die Tintenfischlady oder wie auch immer man die nennen soll. So, genau, jetzt müssten wir normalerweise hier rüber. Das ist auch schon mal ein Shop, oder zumindest steht da ein Shop. Mal sehen, oder eigentlich, vielleicht sind wir sogar schon auch, bald am Ende von dem ganzen Dungeon hier. Mal schauen. Aha. Ah, mit denen kann man die violetten Türen öffnen. Frage ist nur, soll man da extra jetzt zurückrennen? Eigentlich wäre ich schon neugierig, was da drin ist. Jetzt geben wir erstmal das Geld aus hier. Ja, ich bin schon Kunde beim finsteren Turtle. Nice. Okay. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz zurück. Ich doch mal ganz kurz gucken, was es denn da hinter Tor Nummer 1 gibt. Und machen wir uns auch auf den Weg. Jetzt ist zwar nicht mehr ganz genau, wo es war. Ich meine, das war jetzt hier einmal rechts und dann einfach mal hier links und dann ist das schon. Ja, da ist er. Hallöchen! Na? Schon ein paar Schätze, die mir so entgegenschauen. Wirkungsweste, ne? Gut, die beiden waren jetzt nicht geplant. Ah, komm schon, mach endlich ein T-Shirt an. Ich find's echt scheiße, wie wir im Vergleich zu vor Ende der Geschichte, also mit Sorry damals noch. Wir haben noch so viel Damage gemacht und jetzt machen wir inzwischen nicht mehr wirklich großartig Damage. Wir haben pro Angriff 900 Schaden gemacht. Das war geil. Das war einfach nur geil. Jetzt müssen wir schon ein bisschen Schiss haben, wenn wir immer wieder getroffen werden. Boah. Ernsthaft, jetzt. Kämpfe sind anstrengend dadurch. Okay, dann sind wir hier sogar durch. Gehen wir weiter. Glaub, sonst haben wir eigentlich das Wichtigste hier entdeckt. Gut, außer die paar Räume, die ich dann bewusst ignoriert habe. Sonst müssten wir eigentlich jetzt schon weiter können. Und ich hoffe, dass der Dungeon jetzt nicht großartig länger wird.
und wir demnächst fertig sind hier. Speicherpunkt ist immer gut. Speicherpunkt sagt aus, hey Leute, bald sind wir fertig hier. Das finde ich doch gut. Mal Spaß, wenn ich ein bisschen die Übersicht verliere. Machen wir hier einfach mal hier zwei neue Speicherstände. Okay. Was ist das für ein Viech? Okay. Okay, Feuer und Wind sind eigentlich ganz entspannt. Die haben aber ganz schön viel HP, also die überlebe schon eine Weile. Boom! Autsch, 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 autsch. Na? Die halten ganz schön was aus, ne? Komischerweise macht Dämonenzahlen fast am meisten Damage von meinen ganzen Techniken bei Alicia. Ja, bleibst du mal stehen, hey. Welche Viecher. Boah, der Kampf geht schon viel zu lange und das Vieh hat immer noch so viel HP. Boah. Ich dachte eigentlich, die würden leichter zu besiegen sein, weil klein und putzig und feenhaftig und so. Aber denkst du? Boah, das hat auch ganz schön gedauert, hey. Okay, dann haben wir jetzt so eine Haupthalle. Mit zwei Ogre-Viechern. Zyklopenteilen oder was auch immer. Ignorieren wir mal. Okay, sieht aus nach einer Sackgasse. Okay, das Viech ist auch neu, aber so wirklich... Dein Ernst, Alter! Wie lange verfolgen eigentlich die Viecher hier? Mensch, fällt das Hysteria. Komm mal klar, echt. Ich habe jetzt zwar nicht verstanden, warum Alicia jetzt in dem Moment den Angriff eingesetzt hat, wo ich doch ganz klar mehr als 5 SAs hatte. Aber gut. Gucken wir mal. Bei normalen Status. Aha. Sagt bloß Buffs wirken dem entgegen wiederum. Okay, was haben die bitte schon für eine Schwäche? Natürlich Wasser und das haben wir nicht. Warum halten die so viel aus? Oder machen wir einfach nur viel zu wenig Delta? Ich weiß es nicht. Und trotzdem mache ich wieder diesen Mystikart. Ich verstehe es nicht ganz, wie gesagt. Komischerweise, auch wenn ich nur, wenn es nur Buffs sind und sogar mir zugute kommen, dann komischerweise, genau dann wollte ich eigentlich nicht diesen einen Mystikart benutzen, sondern wirklich nur, wenn ich keine Statusverbesserungen oder Verschlechterungen habe. Boah.
Warte, ich hab vergessen, wir haben ja auch noch richtige Gegneransammlung jetzt hier. Einmal wegknatzen die bitte. Sonst machst du auch immer den Mystic Art Rose. Und jetzt hast du dich davor gestreut, warum auch immer. Ja, die Amortisierung macht einiges leichter. Alter, da ist noch mehr gewesen. Naja, nee. Also, ich bin zwar kampffreudig, ja, aber so freudig jetzt auch wieder nicht. Okay, wo geht's jetzt wieder hin? Zombie-Teil, nicht interessiert. Ach komm schon, das wird jetzt immer komplexer, ey. Man müsste meinen, ne, eigentlich, dass der Dungeon allmählich ein bisschen weniger weiträumig wäre. Aber scheiße, Mann, ist der Dungeon lange! Kinders, ich sag's euch. Was ist das? Also ich bin ja ein Erkunder, ne? Ich hab ja viel Spaß daran, Dinge zu erkunden. Aber wenn ich so etwas habe, dann nervt mich das. Immerhin sind wir jetzt hier durch. Haben hier ein paar Schätze zum Abklappern. Okay, Kristallkugel muss ich mir nochmal anschauen. Die violette Kugel, die interessiert mich. Aha, okay. Schauen wir uns mal die ganzen Waffen an, ne? Aha! Vorbrani. Ich merke schon, wir sollten die, das bisschen Ausrüstung, was wir haben, mal einfach mal ein bisschen anpassen. Und auch die richtigen Titel mal anlegen. Okay. Jetzt haben wir mal hoffentlich ein paar passendere Titel angelegt und alles. Soll es ein bisschen leichter laufen und wir haben auch stärkere Ausrüstung jetzt angelegt. Schauen wir mal, wie es laufen wird. Bin zwar noch ein bisschen skeptisch, aber das sieht schon mal ein bisschen besser aus als davor auf jeden Fall. Vor allem den Gladiator ist eine mega starke Rüstung, die jetzt Alicia trägt und auch die Waffe, die sie dazu hat und alles. Von dem her sollte das jetzt etwas entspannender laufen. Tonung auf hoffentlich.
keine Ahnung, wo es hingeht, ne? Wir müssen jetzt einen Weg nach dem anderen abklappern und das ist das, was mir Sorge bereitet für das ganze Vorhaben hier. Dass es einfach etwas eintönig werden wird, ne? Nope, kein Interesse. So, weiter geht's. Jetzt genau die andere Seite. Mein Eindruck ist aber, dass das auch jetzt nicht der richtige Aufstieg ist. Und wir nochmal woanders gucken müssen. Ja. Das wird ein Spaß, den richtigen Weg zu finden, ey. Okay, das war crazy. Wie es aussieht, brauchen wir die violette Kugel dafür. Und hier wird wahrscheinlich unser Ziel sein. Hoffentlich. Also ewig Viecher bekämpfen will ich ehrlich gesagt nicht. Auch wenn es mich reizen würde, was für einen Unterschied jetzt die Ausrüstung macht, aber wenn es eh vielleicht einen Boss gibt, dann werden wir das so oder so früh genug herausfinden. Da in der Ecke ist nichts. Vielleicht da. Frage ist jetzt vor allen Dingen, welche von den beiden Wegen ist es, ne? War. Epilepsie! Okay, was sind wir jetzt? Aha, jetzt geht's runter. What? Okay. Ach, zu einer Sackgasse, wo es wahrscheinlich wieder Schätze gibt. Und Viecher. Vor allen Dingen Viecher. Okay, was ist das? Ach, eine ganz normale Adamantin-Montur. Naja, gut. Okay. I don't know what I expected. So. Ja. Schauen wir mal weiter. So, ich meine, jetzt müsste normalerweise dadurch gehen. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt gerade auch nicht mehr, wenn ich jetzt so die Lage ein bisschen anschaue. Obwohl, es sieht jetzt echt gut aus, weil das ist wieder so eine Haupthalle. Jetzt einmal straight on und dann sind wir schon da, wie es aussieht. Allerdings sind die Viecher recht penetrant. Das Speer sieht auch Hammer aus, den wir jetzt gerade haben. Das ist schwächer, das ist. Feuerhaus. Auf jeden Fall nehmen wir weniger Schaden, das ist schon mal ganz gut. Und nichts merke ich auch an dem anderen Titel, das ich angelegt habe. Dass wir halt einfach nur 3 SA stapeln können, nicht 5 wie davor. Ne, wir können sogar 6 stapeln, glaube ich. Aber ehrlich gesagt, mich stört das jetzt nicht mehr so großartig. Ja, macht den Fehlenplatz. Tötet sie alle! Das ist das, warum ich jetzt bei dem DLC ungern kämpfe. Weil die Kämpfe sich immer länger ziehen. Weil die Viecher auch immer stabiler werden. Und wir haben eine Sackgasse. Okay, Punkt 2. Der nächste Punkt, was mir an dem DLC überhaupt nicht gefällt. Scheiße Kacke, Mann, das sieht aus, als wäre das der letzte Weg. Und dann ist in Wahrheit eine Sackgasse, die führt zu stinknormalen Ausrüstungsteilen. Was soll das? Sowas stört. Sowas nervt einfach nur. Und jetzt muss ich wieder komplett zurücklatschen. Ah, Gottes Wille, Kinder.
sollte man nicht tun, das ist einfach nur fies. Ich weiß jetzt nicht, wo ich weitermachen soll. Das sah aus wie das Finish, das sah aus wie das Ende von dem ganzen Lied hier. Okay. Dann halt anders. Anscheinend geht's doch da dazwischen. Und dort ist hoffentlich das Ende. Praying to the God that doesn't exist. So, schauen wir mal. Komm schon, bitte, letzter Weg, bitte. Ja, große Halle, ist gut. Okay. Eine Sackgasse, ne? Und zwei Truhen! I don't get it. I really don't get it. Das ist das Nervigste, was ich jetzt bisher an dem ganzen DLC habe. Das sind einfach... Das ist ja eine Dungeon, ne? Das ist bestimmt auch der Enddungeon, deshalb dauert auch so ewig lange. Enddungeon vom DLC zumindest. Und, ah! Man hätte es nicht noch viel nerviger machen können. Ich schwör. Kinder, ich habe keine Zeit für euch. Ich muss das Finish finden. Jedes Mal vor die Angst, dass man ständig in Viecher reinläuft. Und ich will gar nicht wissen, wie viele von denen jetzt hinter mir rumlaufen. Oh Gott, eine halbe Armee hier. Ach du Scheiße. So, wo machen wir jetzt weiter, ne? Das ist jetzt die Frage. Rose, was sagst du dazu? Ich befürchte das auch. Umso tiefer wir da reinkommen in diesen Dungeon, umso mehr von diesen starken Helions gibt es hier. Ja. Ach du Scheiße. Boah, Alter, ey. Ich muss hier voll die Matrix-Nummer abziehen, wenn ich hier durchlaufen will. Das ist einfach nur verrückt, ey. Haben wir's bald. Meine Güte, der Dungeon macht mich fertig. Oh Gott, wo sind wir jetzt? 50 andere Wege, ey. Okay. Wieder... Ach, eine Sackgasse. Also ehrlich gesagt, es ist einmal dieser Fall in meinem ganzen Playthrough hier mit Tetris Hysteria, wo ich keine Schätze abgreifen will, wo ich einfach nur zum Ziel will. Und plötzlich finde ich nur noch Schätze. Gucken wir mal. Ich möchte hier relativ schnell durch, ohne dass das Viech mich nervt. Und hier ist eine Sackgasse. Euer verfickter Ernst, da ist jetzt eine Sackgasse. Könnt ihr verstehen, warum ich leicht verzweifelt bin allmählich, ja? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich weiß auch nicht, wo ich hergekommen bin, ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, wie ich den ganzen Viechern hier... Oh Gott, das ist die Sackgasse von vorhin! Nein! Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und das Feenviech wird es bestimmt noch irgendwie schaffen, mich zu erwischen. Ah, komm schon! Alter, echt. Das ist das Nervigste an dem... Das ist das Schlimmste an dem ganzen DLC. Die vielen Viecher. Ich habe Alicia vermisst. Aber wenn ich das... Wenn ich dran denke, ey, wir hatten eigentlich moderate Kampfgrade, sag ich mal, bei Hysteria, der Hauptstory. Und jetzt hier bei der Nachgeschichte, ne, von... Bei Dings, da haben wir ja plötzlich die Helion Apokalypse. Was ist da los? Kinder, ey. Vor allen Dingen gefragt mich, ne? Da Rose und die anderen diesen Weg kennen, sind die da durchgelatscht, ne? Durch diesen riesigen Dungeon, ja? Ohne es sich aufzuschreiben, wie man genau nach Cameron kommt, ne? Ah.
Entweder sind sie alle etwas vergesslich. Oder keine Ahnung. Weißt du, also wenn ich in so einen fetten Dungeon gegangen wäre und gemerkt hätte, wie es nach der vierten Etage einfach extrem lange ist, dann hätte ich mir eine Karte gemacht. Boah, endlich. Wo geht's hier weiter, Kinder? Wo geht's hier weiter? Ich glaube, wir gehen wieder die Etage runter jetzt und dann müssen wir den südlichsten Weg mal ausprobieren. Gott, ich kann mir echt nicht vorstellen, wo es weitergeht. Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt hier weiterlaufe, ich gleich wieder dort lande, wo ich angefangen habe. Oh Gott, das ist dein Ernst, ne? Wir haben dort angefangen. Scheiße, wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? Verdammt nochmal, Tales of Hysteria, komm mal klar, scheiße, ey. Wie viel willst du noch hier? Wo geht's hier weiter? Okay, da gibt's auch noch einen Weg. Die Verzweiflung. Verzweiflung, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, sie macht sich ein wenig breit. Ich kann verstehen, wie die Leute der Bosheit verfallen, ne? Ich kann Held auf gerade verstehen. Furchtbar. Warum Schätze? Ich will keine Schätze. Ich will einfach nur ins Ziel. Ich will wissen, wie es weitergeht. Okay, eine interessante Waffe namens Ragnarök. Und ich stehe auf Ragnarök, weil ja, gab es auch Spiele und so. Nice. Nehmen wir gleich mit. Ach ja, Kinders. Schade, dass ihr jetzt nicht schreien könntet und sagen könntet, ey du Idiot, da geht's lang. Ich glaube, ihr hättet selber keine Ahnung, wo wir gerade sind und wo es genau hingeht. Ja, ja, das ist schön. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Und wir haben diese Feen, die sich unständig... Warum sind die bei Unsichtbarkeit plötzlich so schnell? Meine Fresse. Nein, nix da. Weg mit dir, weg. Okay. Es gibt nicht mehr viele Optionen, Kinder. Es gibt nicht mehr viele Optionen. Das ist auch eine Sackgasse. Achso, ich habe auf der Karte gesehen. Das ist die Sackgasse, wo wir gelandet sind am Ende, ne? Von diesem Spaß hier. Kinders, ich... I can't deal. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Dreh alle nicht durch, ey. Sag's euch. Ich glaube, wir sehen jetzt zumindest, wo wir schon lange nicht mehr waren. Nein, 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 hier waren wir. Oh Gott, hier waren wir! Mein Gehirn. Ey, ich sag's euch, Kinder, das ist nicht mehr feierlich, ne? Wo ist der Ausgang? Wo ist der verdammte Ausgang? Ich weiß, ich könnte einfach aus dem Kampf fliehen, aber ich mag Kämpfe eigentlich. Aber die Viecher, das ist doch wieder Viecher. Langsam dreht euch. Als Maul und stirb. Oh Gott. Rose ist tot. Oh nein. Sabine ist auch gleich tot. Oh nein, ich bin auch gleich tot. Oh Gott! Okay, jetzt renne ich doch mal. Alter, echt, ich schwör's. Ja. Alter, wir waren hier schon überall, ne? Wir waren hier schon überall! Und ich weiß nicht, wo es zurückgeht! Scheiße, wo sind wir? Es gibt keine Minikarte, weißt du, wo ich mir aufrufen könnte? Es gibt nichts! Aber das ist ja das... Ey, Kinders, ich sag's euch.
Ich werde langsam crazy, ich schwör's. Ich werde langsam crazy. Wo geht's hier raus? Ich bin jetzt an den Punkt angekommen, ne? Mir ist scheißegal, wie es weitergeht. Mir ist scheißegal, wie. Ich möchte einfach nur noch hier raus. Okay. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt hier, ne? Also, okay. Ach, der heilige Scheiße, Mann. Und es ist auch noch eine komplette Sackgasse. Man kann hier nicht mal raus, nicht mal durch. Mein Gehirn. Okay. Wir müssen irgendwo mal einen Stopp machen von der Folge, weil sonst läuft das noch eine halbe Stunde so weiter, wie ich hier langsam am Abdrehen bin. Nee, die Viecher will ich jetzt nicht anlocken. Okay, Leute. Ich mache mal eine ganz kurze Pause. Und, ja. Diese Ruine, ne? Man denkt sich, man ist am Ziel. Und was ist da? In die Sackgasse. Und was gibt's in der Sackgasse? Schätze. Und ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich weiß nicht mal, wie man hier aus der Ecke rauskommt. Kinders, ich sag's euch, der Dungeon wird uns noch ein bisschen beschäftigen, ja. Vielleicht sind wir in der nächsten Folge dann endlich aus dem Dungeon raus. Hoffen wir es mal endlich, dass es so passiert. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal Tales of Hysteria nochmal in diesem Dungeon, ja. Mit tausenden Viechern. Und keine Ahnung, wo wir hier ran lang müssen. Ich glaube, ich war überall. Keine Ahnung. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.